Komm schon. Oh, aus dem Leben. Oh, es versinkt. Ach, schau mal hier. Was haben wir denn da drin? Es ist... noch ein Leben. Oh. Endlich. Ich brauche mal wieder ein paar. Das ist völlig korrekt. Also dann wieder mal rumsurfen mit dem Panzer. Oh. Hier ist ein Münzenweg. Aber sonst auch nichts. Bin ich mal wieder hier bei der Box. Es darf nicht wahr sein. Wie kann man sich denn jedes Mal verschätzen an der Stelle, Alter? Was war denn da? Oh, das war, glaube ich, die Wüste, oder? Ja. Was ist das, ein Geier? Der hat auf jeden Fall einen Stern. Denn den kann man ganz normal noch besiegen in diesem Level. Das will ich machen. Das sieht nicht so schwer aus. Gerade so, ey. Wo hast du denn Opening? Alter, wie knapp! Der hat mich fast runtergedrückt. Oh. So, jetzt muss ich ja eigentlich nur hier oben hinlaufen und warten, bis er vorbeikommt. Diese Säulen haben eine merkwürdige Physik. Hallo? Komm hier an, Mann. Komm hier. Wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt komplett weggeflogen? Ey, was soll das denn? Ja, komm jetzt. Oh, Alter. Yes. Oh, fuck. Nein, nein. Wieso ist der denn da drüben? Den krieg ich doch niemals. Oh, Moment. Oh, der Wirbelsturm. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Es kommt genau im richtigen Moment ein Wirbelsturm. Ich fass es nicht. Ich fass es echt nicht. Ich muss da runter, Mann. Oh, naja, wenigstens weiß ich jetzt, wie ich den ungefähr bekommen kann. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Geisterhaus. Also, in den letzten Minuten habe ich mehrere einfache Sterne gesehen. Würde ich nicht noch sterben vorher. Naja, was soll's. Gucken wir uns hier mal wieder um. Wie gruselig. Hey, kann man ja durch, wenn man unsichtbar ist, ne? Also so, keine Ahnung. Aber dafür brauche ich ja den blauen Schalter und so. Ey! Ist das der Große, den man besiegen muss für den Stern? Ich glaube schon. Wie soll ich da hochkommen? Mann, 100 Leben. Ich bin fast im Hof. Hallo, Mann. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Es ist das Piano, Leute. Das Gruselpiano ist hier draußen. Ah, das ist jetzt echt schlecht. Ich muss da irgendwie hochkommen. Oh, damn. Naja, was soll's. Gehen wir erstmal wieder rein. Hier haben wir ja auch noch ein paar Türen zur Auswahl. Übrigens, die Treppe da, die wäre ja erst verfügbar, nachdem man den ersten Geist besiegt. Also so ein Geisterboss. Aber fairerweise ist die schon da, falls ich nämlich keine Möglichkeit hätte, sonst da hochzukommen und der Geist eben woanders ist, wo man nicht rankommt. Bei diesem Randomizer hat man sich schon eigentlich eine Menge Gedanken gemacht, ne? Ja, das war klar, dass ich da nicht durchkomme, ohne getroffen zu werden mehr. Wo komme ich nochmal hier hin? Wenn ich den Käfig... Oh, ich wollte eigentlich den Käfig haben, hallo? Nochmal zurück, ey. Ich wollte die Tür nicht. So. Okay. Käfisch. Käfisch, ja. Gut. Was war denn da? Ey, war das nicht Jolly Roger? Ja. Cool. Oh, und wieder Leben. Zu gütig. Schaut mal. Auch die, Truhen sind durchnummeriert, denn die stehen ja auch an völlig verschiedenen Orten, damit man da nicht so durcheinander gerät. Hier muss ich hin, oh. Oh. Was ist denn hier? Ich muss echt einen besseren Sprung hinkriegen. So geht's natürlich auch, ne? Das war wesentlich spektakulärer als das, was man eigentlich hätte machen können.
muss ich trotzdem noch den Stern bekommen. Jetzt muss ich denselben Scheiß nochmal machen mit diesem Springen. Oh. Also nochmal die Kamera einigermaßen richtig haben. Ich weiß, man hat auch Tasten, dass man die Kamera richtig drehen kann. Aber bis ich die mal gefunden habe hier, bei mir. Also. Ja! Here we go! Was war hier? Oh nein, ich hab die falsche Seite. Ich wollte doch bei der anderen mal gucken, was drin ist. Ich bin völlig falsch. Warte. Scheiße. Boah, das Leben brauche ich schon mal. Warte mal, gib mir mal das Leben, bitte. Gut. Da ist der grüne Schalter. Den würde ich gerne auch mal bekommen. Ja, das ist jetzt schlecht. Okay, erstmal hier zwischenlanden. Ja, warte. So, jetzt. Oh, hallo. Der Gegner ist schon ein bisschen blöd. So. Ich bin grünen Schalter, danke. Super! Jetzt haben wir den schon mal dauerhaft aktiviert in allen Welten. Wo ist jetzt so eine grüne Box, dass ich mich verwandeln kann? Hier nicht. Ha. Hier drinnen? Hier sind viele rote Münzen. Man könnte es probieren. Hi. Vier rote Münzen habe ich schon. Oh, da ist die Box zum Verwandeln. Oh, warte. Muss ich da irgendwie geschickt rankommen? Und da ist noch eine. Ja. Da. Wandsprung-Power! Ja! Jetzt kann ich erstmal wieder hier ein bisschen was machen. Oh, wie soll ich denn da rankommen? Da muss ich ja eigentlich als normaler Mario hinspringen. Fünf. Ah, oh, komm, Junge. Sechs. Ah, ich werde weggedrängt schon. Ich werde schon weggedrängt. Wow. Hier ist eine rote Münze noch. Sieben, wo ist jetzt die acht gewesen? Hä? Ich hatte doch eine verpasst. Da ist eine, da ist sie. So. Ist vorsichtig. Ich geh erstmal ein bisschen weit weg, dass der Gegner dich nicht abschießt. So, jetzt muss ich da irgendwie. Ich muss dieser fucking Gegner, ne? Okay. Und der ist jetzt natürlich wieder weiter hinten. What? Der schießt nämlich nochmal an, der eine. Ich hab noch nicht einen Stern hier. Hallo! Oh mein Gott! Voll der Jumpscare-Moment hier. Ja. Oh, der kriegt mich. Ja, oh gut, das war keine Möglichkeit, da wegzukommen. Nicht so wirklich zumindest. Ah ja, hier war Welt Nummer 4. Ja, ja, wieso quatschst du mich direkt an, ey? Kann ich hoch? Funktioniert der? Ja, der Lift funktioniert. Hier stand ja mal die Bombe. Da ist aber nichts. Irgendwo bitte ein schöner Stern. Viele rote Münzen haben wir hier. Das könnte man probieren. Eins. Was ist das denn hier für ein Haufen, ey? Dann machen wir jetzt erstmal die Pinguin-Mission. Ich wollte ja eigentlich die roten Münzen machen, weil hier so viele sind, aber ich glaube, das mit dem Pinguin wäre jetzt einfacher. Okay, warte. Ich springe gleich runter dann. Ich hoffe, das ist auch der richtige. Es gibt ja zwei hier, oder? Oh. Ist das der richtige? Das sieht so aus, oder? Jetzt könnte auch der falsche sein und das täuscht bloß. Ich glaube, es ist der falsche, oder?
Oh, doch nicht! Doch nicht! Ah! Wo ist der... Ey, der ist wieder ganz oben. Der ist schon wieder oben. Ich muss wieder den Lift benutzen. Oh, Lift. Hau jetzt nicht ab hier. Ich glaube, der haut gerade die Selbstständigkeit ab. Lift, Runde 2. Der müsste jetzt genau da sein wieder. Hallo. Yo, ich sehe ihn. Alles richtig. Und nicht in die Kanone. Nein, nein, nein. Alles hier schafft hier. Ah, jetzt komme ich ja wieder hier raus mit dem Aquarium. Nee. Bitte nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich bin aus Versehen rausgegangen. Warum bin ich jetzt rausgegangen? Mann. So ein Scheiß. Ich hoffe, es hat sich nicht resettet. Oh, ich habe einen anderen Seed bekommen. Das ist blöd. Moment. So, was ist jetzt am. Oh, es ist nur. Oh, es ist nur ein Leben. Oh, ich sehe. Sieben. Nein, es ist ja nicht See. Es ist, oh, ich kann das mit dem Arthur nochmal probieren. Oder ich gehe in die Pyramide, wenn ich schon hier bin. Ha! Pyramide. Ach, schau mal an. Viele Geheimnisse an dieser Stelle. Sehe ich hier was Tolles? Irgendein Stern vielleicht. Da ist einer. Ich sehe dich. Der sollte leicht sein. Hier ist ja aber nichts mehr, oder? Ja, da ist er. Kann ich den Typen nutzen, der jetzt ankommt? Dreifach Sprung! Ich hab dich gar nicht gebraucht da drüben. So. Hier war das Buchhaus, ne? Das und das. Ja! Jetzt dürfte hier eine Tür sein und vielleicht habe ich ja Glück. Nein, das ist bloß ein leerer Balkon. Super. Ich kann hier direkt hin. So, Nummer 5. Da drüben sind auch nochmal 2. Oh, ich habe das Gefühl, das könnte funktionieren. Wenn Mario nicht gerade so sehr merkwürdig in eine Hausecke reinrennt. 7? Wo ist die letzte rote Münze? Wo bist du? Die waren jetzt alle hier draußen. Rote Münze, 8. Wo ist die letzte? Ha, die muss irgendwo drin sein. Oh Gott. Oh Gott. Ach, schau mal einer an. Aber ehrlich gesagt, will ich die. Falls der jetzt ein Stern ist, will ich den eigentlich gar nicht haben, denn ich bin so weit mit den roten Münzen. Ah. Es ist auch kein Stern, es sind bloß Münzen, alles klar. Also, solange ich nicht weiß, ob ich überhaupt an alle roten Münzen rankommen kann, wäre es fast sinnvoller, ich mache was anderes zuerst. Da ist die letzte rote Münze auf dem Dach. Das ist ein Riesenproblem. Da komme ich doch niemals hoch. Ja, das ist scheiße. Die roten Münzen können wir knicken. Und der eine Geist ist halt da oben auf dem Dach. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ihn doch hier nicht besiegen da oben. Wie soll ich das denn machen? Ich habe das Gefühl, ich komme hier erstmal nicht groß weiter. Deswegen schauen wir uns woanders um. Kann ja noch warten, ne? Das Geisterhaus, bis ich da mehr Ahnung hab. Hallo, Stern Nummer 4. Kann ich den Kuh mit einem Wandsprung machen, bitte? Nee, weil ich nicht richtig stand. Nein, immer noch nicht richtig. Jetzt. Oh, man sah Marios hübsches Gesicht nicht, weil das Gitter im Weg war. Das finde ich traurig. Ba-bam.